Schnibbel die Schnappen, hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Nefkara. Ja. Samstag, Sonntag, Sonntag, Montag gab es ja keine Folge. Gestern dann wieder eine längere Folge. Das werde ich heute auch so handhaben, versuchen. Und ich komme doch hier aus nirgendwo hin. Ich nehme jetzt das Boot, was ich da abgestellt habe. Platsch. Damit fahre ich dann zu einem Hafen und von einem Hafen aus. Okay, so einen harten Sprung wollte ich eigentlich nicht vollführen. Wenn man am Steuer sitzt und dann die Karte aufmacht, kann man einen Hafen ansteuern. Das ist ziemlich cool. Ist eigentlich hier zum Beispiel den. Oder noch besser den da. Da werde ich auch hinsteuern. Zack. Sehr, sehr angenehm mit der automatischen Dings. Formel 1 kommt ab Wochenende wieder, ja. Heroes bin ich auch schon am Überlegen, ob das wieder starten soll. Aber mit Formel 1 reicht erstmal. Formel 1, Counter-Strike am Wochenende immer. Dann stimmt das Gerede über den Eisriesen. Eisriesen? Welche Drogen hat dieser Typ konsumiert? So, wir müssen jetzt nochmal nach Novigrad und dann fangen wir an, hier Nebenquests zu machen. Da müssen wir hin. Aber das war gar nicht so einfach. Derzeit kann ich mir mal schön einen trinken. Diese Sachen hier sind ja nicht mehr so wichtig. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren. Anfang nächsten Monats kommt ja das Add-on. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Und Monat darauf kommt ja, kommt ja schon StarCraft 2 Legacy of the Void. StarCraft ist übrigens beendet, das Projekt. Falls ihr euch gewundert habt, warum wir keine Folgen mehr hochladen. Die haben das Projekt eingestampft. Ja. Also, Heart of the Swarm ist beendet. Das heißt nicht, dass Legacy of the Void nicht kommt. Singleplayer kommt auf jeden Fall von der guten Rita. Ja. Vielleicht kommt von mir ein bisschen One vs. One. Ich schau mal. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mache. Trinken wir. Es wird schon Abend. So, ich krieg hier Geld. Macht des ewigen Feuers mit dir sein. Geralt, Hexer und Perlenjäger, hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon. Ich glaube, sie gefällt Letta. Was? Hat sie nichts zu dem gesagt, was du vollbracht hast? Letta, die sagt nicht mehr viel. Das geht schon eine ganze Weile so. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Tut mir leid. Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf den Weg beschützen. Das ist schon ganz schön traurig. Ich
10 Kronen. Wow! Es hat sich aber gelohnt. Meine Güte! Wow! Der Wahnsinn! So, und jetzt gucken wir mal kurz bei Ach, nicht Weltkarte, du... Die sind bald fällig. Na, Gewinnturnier können wir knicken, das mache ich nicht. Das Herz des Waldes werden wir machen. Ins Gellige. Und dann werden wir uns um die beiden kümmern. Das war noch ein Wählen. Nee, das Herz des Waldes machen wir und dann die beiden Haupt... Nee, dann die beiden Haupt... Nebenquests mit den beiden Hauptcharakteren, wer dann der König von Skellige wird. So eine 50-Minuten-Folge wird das, das verspreche ich euch. Also so Richtung 40 Minuten auf jeden Fall. Ja, ich habe doch das Ding benutzt. So, da müssen wir hin. Herz des Waldes. Können wir von da aus los? Wie Jennifer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien läuft das Auftauchen im Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den Zauber zu lassen. Geralt und Jennifer suchten Jarlkrach an Kreid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. So, komm schon. Geht direkt wieder los. So. Los, los. Da jetzt hin. Ja, der Weg ist okay. Ah, der Weg ist okay. Ha, wieder ein Skellige. Und da fangen wir jetzt an, unsere Quests zu tätigen. Angefangen mit der Level 22 Nebenquest und dann die beiden Level 17er Nebenquests. Und dann kümmern wir uns langsam um die Hauptquest. Wieder ein paar Fragezeichen. Dann dürften wir eigentlich Level 23 sein. Und dann ist die Katzenschulenausrüstung fällig. Eigentlich. Eigentlich. Ach ja. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum kommt Witcher nicht in 60 FPS, das kann ich euch leicht erklären. Allein schon die 30 FPS Dateien in Full-Auflösung und maximalen Grafik-Settings so übel groß. What the fuck? Mal wieder mit Ölen einreiben. Da haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Das überlegene Gifte erhängten. Dafür erstmal noch nichts. Apropos, ja, ich kenne doch das alles schon, Mann. Wir können eigentlich auch schon das hier machen. Überlegendes Bestienöl auch. Verbessertes Reliktöl. Verbessertes Geisteröl würde ich gerne als nächstes herstellen, wenn ich ehrlich bin. Sagte ihm noch, geh nicht in den Wald. Oh, jetzt geht's echt los. Alter, wie das hier aussieht. Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist in zwei gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Geralt, ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Ich habe deine Notiz gesehen. Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen, gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann.
Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Ihr habt üble Dämpfe auf dem Festland. Ich bin richtig, richtig stark. Ah, bin nicht nur so stark, wie ich aussehe. Das könnte hier ganz interessant werden. Es ist nur ein einziges Wesen im Wald. Der. Und wenn ich den schon von hier aus hören kann, könnte ein Werwolf sein. Hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Ich kann es mir denken, ehrlich gesagt. Wir können es hören. Es ist ja nicht so. Jetzt würde ich das nicht mitbekommen. Ich guck mal ganz kurz, was. Wenn das immer offen ist. Klein waren ja ganz lustig. Bist du eigentlich ein Relikt? Nee, ein Werwolf ist verflucht, ne? Ja. Verfluchten Öl. Das habe ich immer noch nicht, ne? Das ist so dumm. Ich glaube zumindest nicht, dass ich es habe. Guck mal schnell nach. Ich meine, ich habe das nicht. Boah, ich habe echt keinen Verfluchten. Doch! Sogar in der verbesserten Form. Hier, verbessertes Verfluchtenöl. Kommt mir ganz gelegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Wolf ist. Ich bin mir sehr sicher, dass es ein Werwolf... Zwei? Es sind zwei. Hier ist auf jeden Fall ein Werwolf. Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Es könnte auch ein Bies sein. Weil die haben, können den Wald kontrollieren und die Wölfe kontrollieren. Es könnte auch ein BS sein. Wölfe. Werdet bestimmt gegen mich kämpfen wollen, hm? Und ich muss mein Gift wechseln. Ich habe nur das Gift der Erhängten drauf. Das ist jetzt nicht so klug gewesen. Hier, das Gift der Erhängten ist er. Und Bestien.
maximale Verwirrung. Ich sag euch das so, wie es ist. Hat seine Klauen geschärft oder nur sein Territorium markiert. Bin mir fucking sicher, dass das ein Werwolf ist. Große Klauen. Überall Wölfe. Das riecht so stark nach einem Werwolf, dass ich kotzen könnte. So stark riecht das danach. Warum wir wieder hierhin zurückgehen, verstehe ich jetzt allerdings nicht. Da liegt ein Wolf. Dünne und tiefe Schnitte, wie bei einem Rasiermesser. Ein Waldschrat, männlich, sehr alt. Verdammt, hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Tja, ein Waldschrat haben wir ja auch schon mal mitgekämpft, wa? Ja, deswegen. Deswegen. Weil der Waldschrat kann ja auch hier Dingsbums verzaubern, die den Wald quasi in deine Richtung schießen. Scheiße, dass ich das nur in der ersten Form habe, das Reliktöl. Das ist ein Waldschrat. Vermutlich kein Schwächling, aber meine Münze sagt, er kann den Riesen nicht besiegen. Schon wieder Haar verbreiten. Leider nicht, nein. Hast dich nur für mich schick gemacht, Hilde? Vielleicht für dich? Ich bin zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch, er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Wusste ich's doch. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge. Wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. What the fuck? Ich wusste gar nicht, dass man jemanden markieren kann, aber das erklärt. Bist du verletzt? Alter. What the fuck? Was guckst du denn so? Kommt Sven heute vorbei? Natürlich kommt er. Ich habe gesehen. Der Waldschrat hat das Mädchen gewählt. Verdammt. Du hast immer noch einen Fleck auf dem Arm, Luca. Du schrubbst dich fest genug. Noch ein Wort und ich schrubb dir den verdammten Mund aus. Im Gegensatz zu meinem Nichts zu Sven. Ich versuche hier zu helfen und muss mir übers Maul fahren lassen. Todmüde, wie? Reden wir nochmal mit Harald. Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt.
Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauz umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn du versuchst, den Waldgeist zu töten, wirst du Unheil über uns bringen. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Bis bald. Das ist schon ganz schön behindert. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß, was ich sage. Dieser Geizkragen von Wirt verdient seinen Wein mit Wasser. Hendal wacht über den Clan Thürse. Das Blut der Geizkragen. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Ist blass. Gestern auch gesoffen. Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund, drum herumzureden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss. Niemand muss sterben. Der Markierte muss das Dorf verlassen. Das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen. Dann herrscht für immer Frieden. Es ist keiner der Ältesten. Wer dann? Die Frau, mit der du geredet hast. Wir müssen sie verbannen. Das hast du selbst gesagt. Aber sie ist eine von uns. Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. Verjagt sie. Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf. Niemals! Du gehst nicht mit ihr? Komisch. Ich dachte, du hättest was für sie übrig. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich musste tun, was ich tun musste. Jetzt bist du an der Reihe. Oh Mann. Was guckst du denn so? Tja, und wegen mir ist sie weg. Hier beginnt das Revier des Waldschrats. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Der Waldschrat ist aber in der Nähe. Er jagt mich bereits. Habe ich nicht recht?
Weil ich deinen Totems hinterher bin, bist du bereits mir hinterher. Das kann ich riechen. Der Waldschad benutzt schon bereits Fähigkeiten gegen mich, um zu verhindern, dass ich das tue. Die Frage ist, ob das das Richtige ist. Das, was ich tue, gut mache, wird sich zeigen. Ob das Dorf nicht irgendwann einfach niedergebrannt wird. Der Waldschad hat immerhin auch Gutes bewirkt und die alle beschützt. Ist stark. Es könnte sehr problematisch werden. Aber warum nicht? Starke Gegner sind ja bekanntlich interessante Gegner. Lol, Alter. Was ist das denn? Feuer scheint dir egal zu sein. Jetzt kommen hier deine Fuck-Dinger. Bist schon ziemlich mächtig. Alter. Interessante Fähigkeit, die du da verwendest. Aber ich kann auch ein paar interessante Fähigkeiten. Kennst du die? Der Typ ist schon ganz schön stark. Alter. Wie gesagt, du bist stark, keine Frage. Das bin ich auch. Das war's mit dem Waldgeist.
Aber ob das wirklich die beste Idee war, sei mal dahingestellt. Wir müssen mal überlegen. Dadurch, dass der da war, sind, wenn dann hier Leute langgekommen sind, wurden die von dem Waldschrat meistens aufgehalten. Das muss man sich auch mal überlegen. Und jetzt... Bonuserfahrung bei Monstern. Ja gut, den Waldschratkopf bald mal dran. Aber wie gesagt, das ist halt auch so eine Sache, die man immer überlegen und bedenken muss, finde ich. Vielleicht hätten wir das mit dem Altar machen müssen. Wir haben Hilde bestimmt getötet. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Ich glaube halt nicht daran, dass der aufgehört hätte, Menschen zu töten. Ja, vielleicht wäre das mit dem... Ich meine, der ist ja schon... Ja, ich weiß ja nicht, wie lange das schon hier ist. Und die haben diese Tradition ja immer gemacht. Und der Waldschrat hat die ja immer verteidigt. Es war eine schwere Entscheidung. Und ich glaube, dass das Dorf aufgrund dieser Entscheidung, die ich jetzt gefällt habe, vernichtet werden könnte, weil der Waldschrat die vorher beschützt hat auch. Das ist schon ganz schön ärgerlich. Ich weiß nicht so richtig. Die haben Hilde abgeschlachtet. Hey, seht euch das an! Ich sagte euch doch, dass es der Hexer schaffen würde. Was ist passiert? Du hast für uns das Biest erledigt. Wir selbst haben dessen Komplizen erledigt. Keine Sorge, unsere Vereinbarung gilt. Du hast dir dein Gold verdient. Es hat sich nichts geändert. Der Waldschrat ist weg, aber im Dorf haust noch immer ein Mörder. Deine Arbeit hier ist erledigt, Hexer. Du hast deinen Teil getan und ich meinen. Und damit willst du im Dorf durchkommen? Die Menschen werden sich beruhigen. Sie werden verstehen, dass die Schuldigen bestraft werden müssen. Hört ihr's? Mein Dorf wird nicht von Angst beherrscht. Es gibt keine Morde mehr. Geht nach Hause! Und was dich betrifft, Hexer, verschwinde! Hier gibt es keine Monster mehr. Zeig mir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Möge deine Axt nie zerbrechen. Ob der so stark ist, wie er aussieht? Freunden zeigen mir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Stimmt das Gerede über den Eisriesen? Das war mein Fehler. Ich bin schuld. Ich hab alles, von der Klinge bis zum Fass. Aber klingende... Ja. Dann zeig das hab mal, ich getan. Das hab ich getan. Ohne Witz. Das verkaufe ich, das verkaufe ich. Was kann das? Zerleg das bitte, das hat gutes Material. Den Rest kann ich mit dir handeln. Das kannst du haben. Das kannst du haben, das kannst du haben. Die Assassinenstiefel behalte ich. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Oh, du bist pleite. Schon. Ging aber schnell. Ich hätte ihn nicht töten sollen. Bis dann. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Und die Menschen im Dorf müssen darunter leiden. Die Assassinenstiefel ersetzen mir erstmals
Artzeichenintensität. Nicht so was richtig Großes. Trotzdem war das ein Fehler, den ich begangen habe. Und der tut mir leid. Das hätte ich nicht tun dürfen. Das hätte ich nicht tun dürfen. Das war mein Fehler. Aber an dieser Stelle ist die Witcher-Folge für heute vorbei. Das war The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Nefkara. Und wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.